Ich bin Barbara Kiener. Ich bin aufgewachsen in Zweilutschinen. Das ist ein ganz kleiner Ort, ein Bergdörfli in der Nähe von Interlaken. Und bin Künstlerin. Ich war mit 14 Skigymnasium für Skisport in Österreich. Es ist eine sehr renommierte Schule, sehr sportbezogen, sehr leistungsorientiert. Und bin dort lang als Skirennfahrerin tätig gewesen, also in meiner Jugend. Und da ging es um Hundertstelsekunden gegangen, da ging es um grossen Leistungsdruck gegangen. Und das war immer so messbar gewesen, was mich sehr animiert hat, einen Bereich zu suchen, wo ich auch Talent habe, aber wo nicht mehr klar messbar ist. In mir entsteht eine Arbeit oder ein Thema, das ich beleuchten will. Beim Zeitunglesen, beim Gespräch mit dem Nachbar, aus einer Diskussion mit Freunden. Einfach das, was mich im Alltag bewegt, wo man unweigerlich damit konfrontiert wird, wenn man ein Interesse hat für die Welt. An Weihnachten, am Fest der Nächstenliebe, wie es auch genannt wird, wie man das so zelebriert in der Familie und sehr viel isst und trinkt und einfach eine unglaubliche Ressourcen, die wir hier haben. Ich möchte stellvertretend für all die, die eben das nicht haben, möchte die Kälte und den Schmerz aushalten, wenn es nur 24 Stunden sind. Ich möchte wirklich mit meinem Körper nutzen, meinen Körper für etwas zu zeigen und zu thematisieren. Das ist meine Sprache. Aber es ist einfach ein Teil Hilflosigkeit und Ohnmacht, die mich zu dem bringen oder führen, ein Thema zu beleuchten. Und mein Weg ist, ein Thema, das mich bewegt, das durch die Kunst zu zeigen. Das ist meine Arbeit, meine Berufung. Das ist das, was ich gut kann. Eine Plattform zu schaffen, eine mutige Plattform zu schaffen zur Diskussion. Und das im öffentlichen Raum, wo mich sehr interessiert, wo ich aus den Galerienräumen rauskommen und direkt die Gesellschaft mit sich und mit mir zu konfrontieren. Und eigentlich auch die Frechheit haben, einem zufälligen Publikum an der Gesellschaft meine Kunst aufzudrängen.